Computerdecke ein. Okay. Euch bereit. Wir starten gleich den Einsatz. Der Feind springt über dem Gebiet. Aufgewärmt. Bereithalten für den Einsatz im Kriegsgebiet. Das Gas meiden. Schnell in die Sicherheitszone. Okay, Leute, legen wir uns ins Zeug. Feindliche Drohne über uns!
erneut eingesetzt zu werden. Da startet ein Kampf. Mach dich bereit, du bist als nächstes dran. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, geht's auf. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Macht euch bereit! Wir starten gleich den Einsatz. Mit den Spielchen. Es geht ins Kriegsgebiet. Das Gas meiden. Schnell in die Sicherheitszone. Der Feind nähert sich.
Mein Primärziel ist es, sie alle zu töten. Das kommt! Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Feindliche Drohne über uns! Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden.
Das nenne ich mal einen richtigen Kampf. Mach dich kampfbereit. Du bist gleich dran. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, geht's auf. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Geht gleich weiter hier. 5 Sekunden noch. Bewegung, linke Tür. Alle bereit.
Claymore. Der war aber stark. Und dann hab ich gerade gepennt. Ja gut, gepennt kann man auch nicht sagen, das war ja gerade fette Überraschung. Feind an der Garage. Ist der Server ein bisschen laggy oder mein Internet spinnt? Ab und zu gibt es so ein paar Nachzieher, aber das geht, das ist schön. Sorry. Wo kommt ihr alle her? Der ist doch hier, oder? Boah! Oder auch nicht. Beste Waffe habe ich mir ausgesucht, gell? Beste Waffe für Nahkampf. Unfassbar, ey. Lade nach. Feind hat zerstört. Oh Mann, ey, warum bin ich heute so scheiße, Mann? Also echt jetzt. Normalerweise habe ich bessere Reflexe, aber... Ich glaube, wenn man 8 Stunden Kopfschmerzen hat, dann passiert genau der Scheiß. Alles wieder gut. Oder auch nicht. Claymore bereit. Weiter Stock. Danach.
diese Mine. Feindliches persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. Also, hab ich keine Chance gehabt, ja? Absoluter Hammer. Liegt's an Ping, liegt's an mir, wahrscheinlich an mir. Ich wurde gesichtet! Keine Ahnung. Also gerade ist echt nur Frust. Kotzt mich nur so an gerade. Ich hab schon keinen Bock mehr, merkt man gleich. Die Runde war gut und ich war einfach kacke. So war's jetzt. Scheiße, Mann, was ist denn das heute, ey? Echt? Warzone war der größte Scheißdreck. Multiplayer absolut beschissen heute. Ich kotze echt ab, ey. Ich hab echt keine Idee, gell, was ich jetzt zocken könnte. Aus Verzweiflung geht es mal Fortnite, habe ich auch keinen Bock. Geil. Das kann ich auch vergessen, ey. Vorher habe ich noch echt überlegt, soll ich überhaupt den Stream anmachen? Besser wäre es, wenn ich es ausgelassen hätte. Depressiver Mayday heute, ohne Scheiß. Servus, Anna. Ich bin gerade nur am Abkotzen. Mario Kart? Ach was, ey. Nicht mal auf das habe ich Bock, ja? Glaubst du das? Ich habe gerade nicht mal die Reflexe gehabt für nix. Dachte ich mir gerade, sag mal, was machst du eigentlich? Hast du Stream angemacht, willst ein bisschen spielen und dann meckerst du nur rum. Aber so ist gerade echt. Ey, ich habe Zeit heute Morgen Kopfschmerzen, gell? Das regt mich so auf.
Tabletten gefressen, weißt du, und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt ist bist du besser geworden, jetzt streamst du eine Runde. Aber keine Ahnung, ob es am Wetter liegt. Ich hoffe, dir geht's besser als mir. Ich bin gerade nur ein bisschen am Meckern und Selbstmitleid. Voll geil, oder? Ich denke auch, dass es am blöden Wetter liegt. Vor allem heute Morgen war noch kein Tropfen zu sehen. Vorher bin ich einkaufen gegangen. Und auf einmal regnet es, gell? Und da dachte ich mir, das kann doch jetzt wahr sein. So, warum funktioniert das jetzt nicht? Ja. Ah, okay. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich will mich jetzt nicht freuen, dass es ja auch nicht besser geht, aber irgendwie tröstet sein, wenn man da weiß, da gibt es auch mehrere, die abkotzen wegen dem Wetter und ich weiß auch nicht. Ich freue mich, gell? Also verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, du auch, das Wochenende ist. Montag ist Feiertag. Ich genieße die freie Zeit. Aber hey, ich habe die ganze Woche übelst Kopfschmerzen gehabt. Bei der Arbeit. Ich habe früher aufgehört, glaube ich, am Donnerstag, weil ich echt nicht mehr konnte vor Kopfschmerzen. Das kenne ich so gar nicht, weißt du? Keine Ahnung, hey, wie es jetzt, wie der Winter wird. Mich graut schon davor, echt. Gar keinen Bock. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich soll ja ein Stream dazu dienen, dass die Leute dann gut drauf sind, wenn sie bei mir reinschalten und nicht nach meinem Stream den Psychiater aufsuchen. Weißt du, ich will ja hier nicht irgendwie scheiß Laune verbreiten, hey. Gut, ich habe auch nicht so viele Zuschauer. Die Gefahr ist ziemlich klein. Aber du weißt, was ich meine. Eigentlich habe ich gedacht, ich bin jetzt hier fröhlich im Stream und spiele irgendwas. Aber ich weiß nicht mal was, gell. Das habe ich jetzt Just Chatting reingemacht, weil ich gar keinen Bock habe. Aber ich glaube, man darf auch mal absolut keinen Bock haben auf nichts. Also ich bin ja eh kein Wintermensch. Ich hasse Winter. Aber Sommer mag ich auch nicht. Das heißt, bei mir ist genau so ein Zwischending. 15 bis 20 Grad das ganze Jahr durch. Wird mich gar nicht stören, hey. Aber das Thema haben wir schon zigmal, glaube ich, angesprochen, gell? Ah. Ach ja. Hey, Samstagabend. Zu Hause oder was? Hast auch keine Partys? Bist nicht auf einer Halloween-Party oder die sind erst morgen, gell? Ich weiß gar nicht, was so abgeht in der Welt, hey, morgen. Ich weiß nur, dass ich immer noch in Lockdown-Stimmung bin. Ich glaube, das geht vielen so. Die Leute kommen gar nicht mehr raus aus dieser Pandemie-Geschichte. War beim Sport und esse gerade nebenbei. Ja, sehr schön. Das klingt doch mal nach einem Plan. Oder nach einer Aktion, hey. Aber das Gute ist, du Sport machst echt. Könnte ich mir eine Scheibe davon abschneiden, aber bei mir ist dann eher eine Scheibe zu viel auf dem Teller. Am Ende. Heute hat meine Mutter Geburtstag, da war ich vorher dort, ich werde Pizza gegessen, Kuchen gegessen. Und jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ja, wenn du motiviert bist, hey, warum nicht? Ich habe halt null Motivation. In der Zeit, wo ich doch angemeldet war hier in Illingen, war ich zweimal im Training. Das ist so lächerlich, ey. Das waren zwei Monate vor der Arsch. Ich meine, das war eh so gut wie umsonst, aber trotzdem. Ja, eine Scheibe mehr auf dem Teller. Es ist echt so. Die Ansätze liegen falsch bei mir. Definitiv. Ja, aber vielleicht wird es ja im Winter irgendwie wieder besser mit meiner Laune. Ich habe auch echt übelsten Stress gerade. Daran kann es auch liegen. Ja, das, ich weiß, weißt du, das ist ja das Problem. Wenn ich motiviert bin, du hast es ja letztes Mal gesehen, habe ich 14 Kilo in 3 Monaten so mal geschwind abgenommen.
weil ich alles umgestellt habe. Habe kein Finger gekrümmt, gell? Also ohne Sport. 14 Kilo, bam. Ja, ich weiß, man kann sich selber verarschen. Winter und bessere Laune. Das ist der Widerspruch in sich, ich weiß. Totaler Quatsch von mir. Ich habe es aber auch nicht geglaubt, als ich es gerade gesagt habe. Ja. Ich hoffe, dass die Motivation bald wieder kommt, echt. Ja, das war wirklich krass. Ich war da bei 74 von 88. Und jetzt, ich war ja wirklich dieses Jahr, glaube ich, noch gar nicht auf der Waage. Hä? Nee, wann war denn das? Mit meiner Umstellerei, das war. Ja, doch, natürlich, am Anfang des Jahres noch. Letztes Jahr habe ich ja angefangen. Ich glaube, bis März oder so ging es noch gut. Und dann bin ich wieder abgedriftet. Wie so ein Drogenjunkie, der das geschafft hat und sich voll freut und dann wieder drin ist. So war es bei mir, hey. Hauptsache, bei mir tut sich nichts. Aber egal, wenigstens bin ich so fit. Ach komm. Da wirst du schon was tun. Du merkst es wahrscheinlich nicht mal. Oder bist da fett am Wiegen und alles. Ich will dir nicht zu nahe treten, gell? Versteh mich nicht falsch. Ich würde also niemals den Leuten irgendwas, irgendwelche Klugscheißersprüche oder sowas, was Training oder Ernährungsumstellung oder sowas angeht. Ich habe mich ja selber nicht im Griff gerade. Jetzt mit Arbeit, damit man diese Zeit fehlt, ja. Das ist richtig. Das ist echt leider richtig. Ich habe auch keinen Bock auf nichts nach der Arbeit, Anna. Glaubst du es? Ich habe keinen Bock auf nichts. Und es kotzt mich so an. Das kann doch nicht sein, ey. Keine Motivation zum Trainieren, keine Motivation auf irgendwelche Hobbys oder sonst was. Ich habe eigentlich so viele Interessen. Und ich komme heim und sag und bin froh. Ich meine, jetzt war ich ja den ganzen Monat zu Hause im Homeoffice. Und ich habe halt die dumme Angewohnheit, dass ich meine Pause nicht einhalte. Das heißt, ich schaffe da durch. Weißt, und das ist auch echt, das war nicht so gut. Das war ein Fehler. Aber gut, ab Dienstag bin ich wieder im Office. Bin auch echt froh drum. Ja, Pausen sind auf jeden Fall wichtig. Für mich ist wichtig, dass ich jetzt erstmal wieder im Office bin. Weil das war nicht so schön. Ja, weißt, ich hocke halt am Rechner, also vom Laptop, und dann komme ich mir da blöd vor, weißt du, so, jetzt mache ich, nee, ich esse einfach und mach weiter, weil dann denke ich mir, ha, jetzt machst du die E-Mail noch, dann hast du nachher nicht an der Backe, kennst du ja. Aber eigentlich ist voll die Verarschung und im Endeffekt hört man nicht früher auf oder so, man macht trotzdem seine Zeit. Aber, naja. Auf der einen Seite können wir natürlich froh sein, dass wir Jobs haben. Ja. Und auf der anderen Seite denkt man sich, was ist los, ey? Warum habe ich keine Zeit mehr für nix? Eigentlich ist es ja auch eine Ausrede. Man kann sich die Zeit schon nehmen. Ja, das ist gefährlich am Homeoffice. Auf jeden Fall, das ist gefährlich. Ich sag ja, man sollte ab und an Homeoffice haben. Dauerhaft, so wie ich das jetzt einen Monat. Fand ich jetzt ja so toll. Aber hey, nichts, also du hast es ja schon sehr lang, glaube ich. Und da muss man dann echt diszipliniert rangehen, ganz ehrlich. Also Pause einhalten und strikt nach Plan alles machen. Tausend Schritte nur, sagst du? Ich hatte Tage, da hätte ich wahrscheinlich, boah, wie viele Schritte macht man dann so in der Wohnung? Am Tag? 100? Weißt du, wie ich meine? Ich bin aufgestanden, an den Laptop ausgeschaltet und dann ins Wohnzimmer oder hier im Raum. Super, oder? Hey, wenn 1000 sau wenig sind, was ist dann? Oh shit, ey. Was mache ich dann?
8 bis 10.000. Das sind ja 8 Kilometer circa, oder? Also wenn man Meter oder so Schritt, ja, kalkuliert, keine Ahnung, wie viel man da berechnet. Ach ja. Aber eins habe ich geschafft heute. Guck mal, ich habe mich beim Friseur kahl rasieren lassen und habe mir den Bart schneiden lassen. Gott sei Dank habe ich das wenigstens hinbekommen. Davor habe ich ausgesehen wie ein Obdachloser. Ohne Witz. Gut, wahrscheinlich hätte ich dann mehr Spenden bekommen jetzt im Stream, weil sie dachten, hey, was macht denn der Homeless hier im Stream? Das sah schon krass aus, ey. Ja, so, das war mir heute wichtig. Irgendwie habe ich es hinbekommen. Einkaufen war ich sogar. Und davor hatte ich halt die ganze Zeit Kopfschmerzen, wie gesagt. Und das nervt mich halt, weil ich das echt nicht kenne. Ich kenne Kopfschmerzen gar nicht. Da habe ich mir gedacht, was soll das Scheiß? Ich google das auf jeden Fall mal. Nee, weißt, ich sollte mich jetzt mal am Riemen reißen. Ich sag's dir, wie es ist. Dass ich mal zu mir komme. Wieder ein bisschen Sport mache oder ein bisschen Elan reinbekomme. Es ist echt so schlimm. Ich will nicht alles auf die Pandemie schieben, weißt du, wie so ein kleines Kind. Alles sind schuld außer mir. Aber das war einfach diese innere Ruhe, Lockdown, das hat echt viel dazu beigetragen, dass man sich dann dran gewöhnt. Migräne hatte ich? Nee, ich glaube nicht, ey. Ich weiß, Migräne ist ja schon eine Hausnummer. Also da kann man, ich glaube, das merkt man schon, wenn man Migräne hat. Ich kenne es von anderen Leuten, die Migräne haben. Und da bin ich, glaube ich, weit weg davon, von Schmerzgrad und so weiter. Ich weiß, du hast das erzählt, du hast Migräne, da tust du mir auch echt sau leid. Und ich hoffe, dass es nicht oft kommt oder dass es verschwindet. Genau. Ich kenne es von meinem Schwager zum Beispiel, der übergibt sich sogar. Bei ihm ist es auch ganz, ganz furchtbar. So war es bei mir noch nie. Toi, toi, toi. Also das möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendwie Migräne oder so habe. Aber da ich es ja gar nicht gewöhnt bin, sind schon Kopfschmerzen für mich der Hammer. Ja, das freut mich. Nee, Hauptsache dir geht's gut, Anna, weil jetzt im Winter auch noch krank werden und so, das kann mal gar nichts, ey. Krank werden kann nie was, ich weiß, aber insbesondere jetzt, wenn es so kalt ist und so ekelhaft draußen. Ja, die Leute sind alle zu Hause. Oh, heute ist Samstag. Und irgendwie ist es selbstverständlich, ja, dass man daheim rumgammelt. Genau, die Männergrippe. Ah, ich bin eigentlich keine Heulsuse. Muss ich echt sagen. Normal nicht, aber da ich halt irgendwie war ich überrascht, selber überrascht, dass ich so oft in einer Woche Kopfschmerzen haben kann. Aber jetzt wird schon besser, bestimmt. Keine Ahnung, ob sich das irgendwie bessert oder was ich dagegen machen werde, weil das sind halt alles so Fragen in meinem Kopf gerade, die sich da ansammeln. Geht wieder bergauf, ich wünsche es dir. Ja, danke, ich denke schon. Ich hoffe, dass es uns allen echt besser geht bald, weißt du? Also nach der ganzen Geschichte von zu Hause hocken und die ganze Zeit isoliert sein, sagen wir es mal echt so. Die Leute haben sich echt dran gewöhnt. Ich meine, mir macht es nichts aus, gell? Ich muss nicht immer raus und Party und was weiß ich, aber ich merke halt, dass die Leute jetzt eher daheim bleiben oder gerne, weil es einfach so eine Angewohnheit geworden ist. Und es war ja nicht wenig Zeit, wo jetzt der Lockdown und alles war. Ja, das ist schön. Ich bin ja auch jetzt ab und an mal raus, also in Restaurants und so. War mal in der Losteria. Da gegessen war ich schön, gut. Dann im Steakhouse auch mal. Ach ja, unser Steakhouse, Anna, wird schließen oder hat schon geschlossen. Da kam jetzt irgendwie eine Info.
Leider in Illingen. Macht dicht. Schade eigentlich. War im Kabarett im November. Kabarett im November noch ins Musical, freue mich drauf. Ach was, Kabarett, cool, ey. Kennt man denn? Oder die? Musical ist sowieso geil. König der Löwen oder? Oder Tarzan? Oder Aladdin? Was gibt's noch? Ich weiß nicht, was gibt's denn da noch, ey? Ich nehme mir nicht so aus. Den einen langhaarigen kenne ich nicht. Ich weiß seinen Namen nicht, aber ich sehe den immer wieder auf Dreisat. Ich schau mal, vielleicht finde ich den kurz. Weil den finde ich richtig cool. Das ist der am Klavier, wo er immer so traurige Sachen erzählt. Glaubst du das? Jetzt finde ich es natürlich nicht. Ah, jetzt habe ich ihn gefunden. Der Hagen Räther. Den finde ich richtig cool. Aber das wird er wahrscheinlich nicht sein, oder? Wenn das der ist, dann bin ich echt neidisch, Anna. Weil den finde ich richtig cool. Den Hagen Räther. Aber Hans der Vampir ist toll, musste hin, falls du noch nicht warst. Ah, ja, wer hat mir jetzt gesagt, Hans der Vampir war das? Bibi? Könnte es sein? Irgendjemand hat mir das auch. Oder war, hast du das gesagt? Ich weiß. Nee, irgendjemand hat mir das echt schon mal empfohlen. Tanz der Vampire soll der Hammer sein. Ah, da war es nicht. Okay. Nice. Ah, da würde ich mich auch drauf freuen. Das ist doch schön. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich jemals im Musical war, aber da braucht man doch nicht drum überlegen. Ich war noch nie, deshalb habe ich auch keine Erinnerung. War ich eigentlich schon mal auf Hawaii? Nee. Ist echt geil. Das Haus wird voll sein. Also wenn ich in den Online-Medien, sage ich jetzt mal, sehe, wie die Leute sich wieder tummeln, musst du echt mal. Ja, nehme ich halt mal mit, weißt du? Ich habe gehört, dass König der Löwen der Oberhammer sein soll. Vielleicht besorge ich uns mal Karten oder so. Jetzt weiß ich ja, dass du da gern hingehst. Nee, also Tanz der Vampire. Da bin ich echt gespannt, hey, was da dein Fazit sein wird. Und König der Löwen, das interessiert mich auch sehr. Weil die Atmosphäre soll der Oberhammer sein. Anna, wenn du überlegst, dann ist es schon zu spät. Nachschub. Ach so, du warst da schon drin? König der Löwen? Oder hast du es ver. Guck mal, ich check schon nicht mehr. Ist ja cool. Aber jetzt kommt das große Aber. Was war blöd? Die Kulissen, ne, am Anfang ist man überwältigt und dann flacht es bis zum Schluss immer mehr ab. Oh. Okay, das ist natürlich schade. Das ist blöd, ja. Da hätten sie es lieber vielleicht so gleichmäßig halten sollen und dann gegen Schluss. Das finde ich immer wichtig, dass der Schluss immer so ein. Wie soll ich sagen, den Mega-Höhepunkt bringt, dass man sagt, oh mein Gott, ist das geil, da könnte ich ja glatt nochmal reingehen. So.
Am Anfang, wenn die ganzen Tiere durchs Publikum laufen, ist echt Gänsehaut. Ja, das habe ich ja gesehen. Ich habe ja das in der virtuellen Realität genossen. So dumm sich das jetzt anhört. Warte, ich zeig dir mal, was ich meine. Ja, mit diesem Teil hier. Das ist eine HTC Vive. Und damit kann man ein Musical wirklich fast realitätsnah erleben. Und da habe ich mir Ausschnitte nur von König der Löwen angeschaut und bin schon durchgedreht. Weil das ist schon echt der Wahnsinn. Also, dass man da mittendrin ist. Und dann hockt man halt auch irgendwie ziemlich in der Nähe. Also, ich glaube, erst. Was war es nochmal? Ich muss echt überlegen. Das war, glaube ich, kurz, also so ein bisschen davor, weißt du, hockt man da, weil es ja VR ist. Und das war schon geil, aber das ist natürlich doof, ey. Also Darstellertiere, ja, schon klar. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn du mir gesagt hättest, dass das ganze Zoo da reingerannt ist. Das wäre ein bisschen gefährlich, oder? 14 Tote bei König der Löwen. Ja, man muss gerade echt. Hab gerade Kopfkino. Und Jumanji ist mir jetzt auch eingefallen. Den Film finde ich übrigens mega geil. Jumanji, Teil 1, aber. Leftovers von Donnerstag. Kann man das noch essen, hey? Das klingt jetzt aber irgendwie nach Lebensmittelvergiftung. Mach mal keine Angst hier. Aber was hast du geschrieben, was du isst? Oder hast du es überhaupt erwähnt? Ich muss gerade echt gucken. Hey, mein Gedächtnis ist ja wie ein Sieb, gell? Ah, du hast nur geschrieben, esse gerade nebenbei, okay. Dachte schon, du hast es mir gesagt, was du isst. Ja, war im Kühlschrank. Ja, klar. Das war jetzt ein Witz. Das wäre jetzt so. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du verdorbenes Essen isst. Anna, so war es halt gemeint. Mein Humor ist halt manchmal ein bisschen weicher. Ja, du kennst mich ja. Ja, asiatisches Gemüse mit Glasnudeln. Das isst du ziemlich gern, glaube ich, oder? Das habe ich schon ein paar Mal gehört jetzt von dir. Das asiatische Gemüse, aber ich mag es auch. Also von dem her ist ja nichts Schlechtes und es schmeckt ja auch echt geil. Ja, weil das hast du schon ein paar Mal erwähnt. Ey, ich vermisse es, weißt du? So mal wieder zum Chinesen zu gehen, so Gourmet-Tempel oder so. Und da habe ich auch Gerüchte gehört, dass das wohl schließen soll, aber ich hoffe, das war dummes Geschwätz. Weil das wird mich echt ankotzen. Aber ich war schon sehr lang nicht mehr. Ich überlege gerade, wann mache ich das jetzt mal. Puh. Ich glaube mit. Boah, das ist schon echt verdammt lang her, guck mal. War ich überhaupt schon mal nach der Pandemie da drin? Weiß ich gar nicht. Aber stimmt, wenn du das schon weißt, esse ich es vielleicht so oft. Oder? Ja. Ist doch schön. Solange es schmeckt. Und ist ja auch gesund. Weißt du, das Einzige, was ich so oft esse, ist Burger und Pizza. Das spiegelt sich dann halt im Spiegel wieder. Das ist das Traurige. Man kann nichts verheimlichen. Man isst das, was man isst, gell? Teste mal, was isst in Bietigheim oder Yomi in Bietigheim, okay. Yomi, wahrscheinlich ausgesprochen. Wenn man Sushi mag, ist es echt Schlaraffenland. Jetzt hast du mich erwischt. Ich mag Sushi gar nicht, leider. Sushi fühlt sich in meinem Mund an wie. Nichts mit Ei oder so. Keine Ahnung, ganz komisch, Mann. Ich konnte mich da nie anfreunden, gell?
Dann ist nichts für dich. Nee, echt. Also ich mag Sushi nicht und ich war. Bin da schon so oft gefragt worden, ja, ich bock mal Sushi mit, also essen zu gehen und so. Nee. Ich meine, gut, gibt es halt immer, immer das, oder? Gibt es halt extra einen Sushi-Laden oder was? Gibt es auch bei jedem Chinesen immer. Soviel ich weiß. Da laufe ich halt dann immer dran vorbei. Ich gehe dann immer zu den gebratenen Hühnchen und so Zeugs. Wangtang, gebackene, das mag ich. Aber ich mochte das auch lange nicht. Aber irgendwann nochmal probiert und war super. Oh, okay. Okay. Interessant, hey. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Weil ich esse ja echt alles. Aber wenn ich was nicht mag, dann mag ich es auch nach dem zweiten Mal nicht. Und ich glaube, ich habe Sushi schon ein paar Mal probiert und jedes Mal hat es mich angekotzt, dass ich da reingebissen habe. Das heißt, ich lasse es lieber. Auch nicht nur Sushi, man wird auch mit anderen Sachen satt. Das weiß ich. Es ist immer so viel, dass ich nicht mal atmen kann danach. Das ist mein Problem. Kennst du das? Da hockst du dann echt auf dem Stuhl und hoffst, dass es wieder weggeht. Dieses beklemmende Gefühl von Atemnot. Aber wie kann man auch so viel essen, dass man nicht mal richtig atmen kann? Das kann. Also es. Ich mach's jedes Mal. Gibt ja verschiedene Sushis. Ja, das stimmt auch. Vielleicht muss ich die richtige Soße drüber gießen. Kann das sein? Vielleicht nicht ganz typisch, aber gibt's auch. So auch mit Hähnchen drin. Ah, okay. Ja, ich finde es leider auch geil. Deswegen mache ich es auch immer wieder. Aber ich kann es nicht mit allem essen, weißt du? Pizza, Burger und so. Geht das, mache ich das nie. Es ist wirklich oft immer nur beim Asiaten. Und warum? Logischerweise, weil es all you can eat ist. Aber weißt du, ich könnte ja bei McDonald's auch 5 Burger hinterher bestellen. Knopf auf, top. Ja. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber ich glaube, zum Chinesen, da muss ich echt mal relativ zeitnah wieder hin, weil es kann doch nicht sein, dass ich mich nicht mal mehr erinnern kann, wann ich das letzte Mal war. Ja. Das stimmt, du hast absolut recht. Du hast es geschafft, ey. Indem du mit mir über Essen geredet hast. Auch verrückt, oder? Geht's mir schon ein bisschen besser. Ich war vorher echt frustriert. Vor allem, das Spiel war so scheiße. Das hat sich gerade voll. Ja, bemerkbar gemacht, sag ich mal. Aber jetzt geht's mir echt besser. Ja, wenn die Kopfschmerzen dann auch, also die sind jetzt echt weg. Ich habe ja wirklich Ibuprofen reingeballert. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das nichts gebracht hätte, aber ich denke mal, das ist nur jetzt diese Umbruch wieder Winter und die Kälte. Bin es gerade draußen richtig unangenehm kühl, so muss ich sagen. So richtig kalt ist es noch nicht, aber es ist einfach frisch. Ich musste vorher draußen warten, weißt du, vom Friseur wegen Corona. Und da dachte ich mir auch, hey, what the fuck? Das ist ja echt scheißkalt. Wenn ich weiß, ist es nicht so kalt? Was machen wir erst, gell, wenn es 0 Grad wird? Oder minus 10? Oh je. Mann, da habe ich gar keinen Bock drauf. Hey, was habe ich gelesen, dass es jetzt irgendwie, dass es dieses Jahr ein richtig krasser Winter sein soll? Was soll denn das jetzt, ey? Die letzten Tage war es schön, als die Sonne noch gescheint hat. Ja, stimmt, das war echt gut, auf jeden Fall. Und es war am Freitag sogar noch richtig warm. Weißt du, gerade da, wo wir wieder umgezogen sind.
und ich Sachen rumgeschleppt habe. Da bin ich auch noch mit einem fetten Pullover zur Arbeit. Also es war jetzt echt, wenn wir halt das ganze Zeugs ja in unser Büro geschleppt haben. Das war ja der Grund, warum wir Homeoffice hatten, weil sie unser Büros komplett erneuert haben. Sah schon richtig geil aus jetzt, ey. Es hat mich so, was soll ich sagen, happy gemacht, so muss ich sagen. Und dann war es halt warm, ist ja klar. Und ich da mit einem fetten Pullover schlepp mich da dumm und dämlich. Ja, das wäre übel, gell, wenn es auf einmal kalt wird wieder. So richtig kalt. Ich erinnere mich noch 2008 oder 2009, kannst du dich daran noch erinnern? Wo es richtig krass kalt war in Deutschland, so minus 24 Grad und so ein Scheiß. Das war genau zu meiner Studienzeit. Ich weiß es noch, wie meine Hände geschmerzt haben am Lenkrad, als ich nach Pforzheim gefahren bin. Hey, das weiß ich noch echt. Minus 24 Grad stand da echt auf dem Thermometer. Freue mich über die Heizungsrechnung. Ja, ich auch. Aber was willst du machen? Ist halt so. Weißt du, wenn du Gasrechnung hast, ist es auch nicht billig. Wenn du Öl kaufen musst oder so, zahlt sich auch dumm und dämlich. Egal wie rum. So oder so nehmen sie uns auseinander. Ich finde auch alles witzig gerade. Ja, alles Mist passt. Hast alles gut beschrieben jetzt mit dem. Mit zwei Wörtern, naja, es ist den Nagel auf den Kopf getroffen. Benzinpreise sind beschissen. Wenn du einkaufen gehst, vorher war eine Familie vor mir im Einkaufsmarkt. Ich weiß gar nicht, wo war ich denn da? War das sogar Edeka, war es genau? Der Einkaufswagen war nicht mal bis zur Hälfte voll. Ohne Scheiß. Und ich rede jetzt vom großen und ganz normalen Einkaufswagen. Viertel voll. 153 Euro oder was. Da dachte ich mir, what? Ich habe echt nicht so viel im Wagen gehabt, gell? Ich meine, gut, Zigaretten oder sowas war nicht dabei. Weil das, da habe ich echt noch drauf geachtet. Ich wollte, okay, die hat bestimmt 10 Stangen Zigaretten gekauft. Und ein bisschen was zum Essen für die Kinder. So wie man es kennt von RTL. Aber so war es nicht. Die haben echt ganz normal Nahrungsmittel gekauft. Bisschen den Wagen gefüllt, 153 Euro, nix. Dann habe ich mir gedacht, hey, ich kenne ja die Zeiten, wo man den Einkaufskorb, also die Familien richtig voll gemacht haben. Und dann hast du halt mal 150 Euro oder so hingelegt. Da wäre ich jetzt bei 300, 400 Euro. Ohne Scheiß. Da habe ich mir echt überlegt, woher, weißt du, ich gucke so in meinen Einkaufskorb, Tiefkühlpizza, Red Bull, weißt, Dosen, Cola und ganze Scheiß halt, Joghurt und was weiß ich. Und dann zahl dann 20 Euro oder 30 Euro, was weiß ich, aber hab auch kaum was. Dann hab mir echt überlegt, hey, und jetzt, wenn ich jetzt drei Kinder hätte und da den fetten Einkauf, gute Nacht, und dann noch schön tanken gehen für 1,78. Einfach geil. Beim Zahnarzt war ich ja am Freitag. Fette Rechnung erstmal. 101 Euro. Ich wollte jawohl. Zahlen die das gleich? Ich wollte ja, nee. Ich zahle es in Raten oder was. Also echt der Hammer, gell? War es halt so. Aber weißt du, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Trugschluss ist. Ob wir jetzt viel mehr verdienen, ob die Relation, ich weiß es halt nicht, wie die Relation ist. Da habe ich mir jetzt nicht zu viele Gedanken gemacht. Deshalb möchte ich jetzt auch nicht irgendwas behaupten, aber es ist nur gefühlt, was ich jetzt von mir gebe, gell? Hat jetzt keine statistischen Werte oder so, aber ich habe echt nichts nachgerechnet, weißt du, das wäre jetzt auch blöd, wenn man dann nachher rausbekommt, ja, okay, verdient halt auch anders wie vor 20 Jahren. Aber ist besser beim Zahnarzt.
Wie meinst du es, ob es besser ist beim Zahnarzt? Aber merkst du was mit der Elliptisch? Ach so, ja, Moment, ja. Gut, ich war ja leider wegen der Pandemie, habe ich jetzt eine über ein Jahr keine Zahnreinigung mehr machen lassen. Das war scheiße. Das hat mich auch selber angekotzt. Aber danach, also, ich echt wie ein neues Gebiss habe. Die hat es richtig gut gemacht. Die Arzthelferin, muss ich sagen. Und ich merke es auf jeden Fall sehr. Ist wirklich so. Ich habe, also gut, Beschwerden habe ich überhaupt nicht und was weiß ich. Das ist ein bisschen blöd, weil da zu sagen, ja, das ist viel besser, das ist schwierig. Aber ich finde es viel angenehmer. Sagen wir es mal so. Und ich habe echt das Gefühl, dass die Zähne auch irgendwie mehr glänzen oder weißer sind. Also jetzt kein Scheiß. Doch, das denke ich schon. Weil die elektrische, die putzt es einfach viel besser, ist ja klar, ey. Und da hast du schon recht, da müsste man ja minutenlang putzen, dass man da auf dem gleichen Nenner ist wie mit der elektrischen. Ist ja rein physikalisch logisch. Ich habe mir das früher jahrelang nicht geleistet, weil es mir zu teuer war. Aber mittlerweile finde ich es wichtig. Ja, nachdem wir zwei darüber gequatscht haben, hast du mich ja motiviert, find ich echt. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt probier es mal. Und seitdem möchte ich eigentlich auch nicht mehr manuell bürsten, wenn ich ehrlich bin. Und die Zahn. Bürste ist ja richtig geil, die ich da geholt habe. Bin echt zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Und ich achte jetzt auch, ich meine, das mache ich schon, habe ich davor auch schon gemacht. Also Zahnseide ist halt ganz wichtig, ja. Zwischenraum, Bürsten. Aber das mache ich ja schon jahrelang so. Das ist auch ganz wichtig. Das vermeiden, also meiden viele oder denken gar nicht drüber nach. Ist lästig, ja, stimmt, aber extrem wichtig. Das ist extrem, extrem wichtig, wenn man mit den Zahnärzten auch redet drüber. Diese Zwischenraumbürsten, da kommt halt echt gar nichts dran. Da kannst du auch eine Stunde putzen, da kommst du einfach nicht hin. Und mit Ausspülen und so kommst du auch nicht hin. Wenn man das mal gemacht hat, dann merkt man erst, wie sauber dann eigentlich die Zähne werden. Und dann kann man das eigentlich gar nicht anders. So geht es mir zumindest. Heißt, wenn ich es mal nicht benutze oder so, da, nee, dann mache ich es dann trotzdem, bevor ich schlafen gehe. Ich denke, das geht nicht. Ich muss das machen. Ich weiß nicht, irgendwie so ein Gefühl, als hätte ich dann gar keine Zähne geputzt. Das ist ja gut so. Ich habe eh nicht so ein gutes Zahnfleisch, leider. Laut Zahnarzt. Jetzt noch was Schönes erzählen, dann muss ich mal auf. Ja, ich. Jetzt haben wir aber echt eine Weile gequatscht, gell? Ich wollte eigentlich auch ein bisschen zocken und so. Na, keine Ahnung, vielleicht gehe ich auch auf. Und lass mich ein bisschen berieseln von Netflix. Was soll ich denn Schönes erzählen? Morgen ist Halloween. Ein Tag wie jeder andere für mich. Bin nicht auf irgendwelchen Partys. Vielleicht was Schönes essen oder so, keine Ahnung, mal schauen. Nee, bei mir hat noch niemand geklingelt, muss ich echt sagen, seit ich hier wohne. Keine Ahnung, warum, aber ich finde es auch gut so. Hab da jetzt nicht so Bock drauf. Bei mir nämlich auch nicht, ja. Sei froh, oder? Oder willst du, dass die klingeln? Das kann schon sein. Ich meine, letztes Jahr, klar, war ja eh nichts wegen Corona, aber. Ich glaube auch, dass es ziemlich wenig geworden ist oder weniger wird. Hey, die Kids sind aber auch ganz anders drauf. Ohne Witz, die haben ja die ganze Zeit nur
TikTok und Instagram in der Hand. Weißt du, das ist eine ganz andere Ansicht, die sie da haben in dem Jung, im jungen, in den jungen Jahren, sag ich mal. Ja, eben. Und mit Süßigkeiten essen, das sind wir zwei ja, haben wir kein Problem damit. Bei mir ist es ja auch so, wenn ich Süßigkeiten kaufe oder Schokolade, egal was, ist es auch ratzfatz weg. Leider. Aber ich habe auch nichts geholt. Wenn ich ehrlich bin. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand an der Haustür klingelt. Die Frage ist, ob ich dann echt auch rangehen würde oder aufmachen. Ich glaube eher nicht. Ich habe ja auch nichts anzubieten, was ich denn da, wenn ich keine Süßigkeiten habe. Naja. Was Pickup als Snack? Oh, lecker. Kenn ich. Mag ich. Pickup ist geil. Bis bald. Anna. Ich gehe jetzt, glaube ich, auch auf. Ich geh jetzt rüber und hau mir irgendeine Serie rein. Dann bis zum nächsten Mal, gell? Mach's gut. Danke dir auch auf jeden Fall. Lass dir schmecken, dein Pickup.